Jetzt sind's da! Josef! Wie geht's dir? Kelle, gut. Und dir? Siehst du mir das? Raimund und Josef sind seit 25 Jahren dicke Freunde. Die beiden verstehen sich super. Wenn sie sich mal wieder sehen, dann gibt's viel zu erzählen. Dass sie überhaupt Freunde geworden sind, ist alles andere als selbstverständlich. Denn die Weltgeschichte wollte es ihnen nicht gönnen, dass sie sich überhaupt treffen. Die deutsch-deutsche Grenze stand damals zwischen ihnen. Die trennte nicht nur in der Rhön Thüringen von Hessen, es war der eiserne Vorhang zwischen dem kommunistischen Ostblock und dem Westen. Ein massiver Grenzzaun trennte die DDR von Westdeutschland. Hier bei Butler an der B84 erinnert noch der alte Wachturm an die ehemalige innerdeutsche Grenze. Hier sollte das Schicksal zwei Männer zusammenführen. Raimund Jakob, dreifacher Familienvater aus Wenigen-Taft, damals als Ackerhelfer in einer landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaft eingesetzt. Und im Westen auf hessischer Seite Josef Gombert, ein junger Mann aus dem grenznahen Örtchen Grüsselbach, Sohn eines Landwirtes. Beide arbeiteten diesseits und jenseits des Towns auf dem Acker und Raimund im Osten folgte einem inneren Drang und nahm Kontakt mit dem Kollegen auf. Ich habe diesen Mann da drüben gesehen und ich wusste, ich musste Kontakt aufnehmen. Es war innerlich bei mir, wo ich sagte, ich rufe einfach und wollte einfach über den Zaun mit einem sprechen, mit ihm sprechen. Und er ist Deutscher und ich bin Deutscher. Wir sind alle beide da oben, er ist am Acker und ich bin am Acker. Warum sollen wir uns nicht unterhalten? Warum sollen wir nicht zusammen sprechen? Und dann natürlich haben wir natürlich auch gerne mal über den Zaun geschaut oder durch den Zaun. Und dann hat man natürlich auch mal jemanden beobachtet drüben arbeiten. Diesmal war es eben ein Traktor, der da drüben geeggt hat. Und mit einmal habe ich dann mal gedacht, oh, winkst du mal, und hat man öfters schon mal gemacht. Und ja, mit einmal kam da so eine Lichttube zurück vom Traktor. Und dann denke ich, na, guck mal, das ist aber einer, der hat aber wirklich Mut. Die innerdeutsche Grenze war Realität, aber die beiden Männer akzeptierten sie nicht. Die Gedanken waren einfach, wir möchten rüber und möchten ihm die Hand schütteln und möchten umarmen. Das war so der Gedanke, aber du wusstest, es geht nicht. Warum kannst du nicht darüber? Warum denn? Das war das Gefühl. Emotional war immer dieser blöde Zaun dazwischen. Du wusstest eigentlich gar nicht, ist der Zaun, ist der noch lange da? Bleibt er immer? Sehen wir uns überhaupt mal? Das ging einem durch den Kopf durch. Ganz normale Menschen können sich nicht umarmen. Das war das Schlimmste, was es gab für uns. Doch die Grenzzäune waren nicht nur extrem gut gesichert mit Minenfeldern und Selbstschussanlagen, auch Grenzposten beobachteten jede Bewegung. Raimund wiegte sich in relativer Sicherheit. Ein Irrtum. Die illegale Kontaktaufnahme, das Gespräch von Ost nach West, blieb den DDR-Grenzern nicht verborgen. Währenddem wir gesprochen haben, ging es auf einmal hinter mir klack, klack. Und ich drehte mich rum, dann standen zwei Grenzer hinter mir und hatten die Kalaschnikow im Anschlag und haben gesagt, sofort aufhören. Da musste ich aufhören und war verhaftet und wurde dann in der Grenzkompanie in Geisa verhört. Da saßen dann sechs Personen, einer mit dunkler Brille, und die haben mich dann gefragt, über was wir gesprochen haben. Und ja, ich sagte, über Feldbau, über Maisanbau, über Feldbau. Und dann sagte er zu mir, Sie wissen wohl, dass wir das als Vaterlandsverrat werden könnten. Sie sind doch verheiratet und haben drei Kinder. Wie lange wollen Sie noch in Wenigen-Taft wohnen? Und da wusste ich, wo es lang ging. Dann wusste ich, was Sie vorhatten. Und da habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr in diese Abschnitte zur Feldarbeiten. Lasst mich einfach in Ruhe und lasst mich draußen die Arbeiten machen. Die Angst war zu groß, dass Raimund von seiner Familie getrennt werden könnte. Vielleicht permanent inhaftiert. Damit wäre die Geschichte der beiden Männer eigentlich zu Ende. Denn Josef im hessischen Grüsselbach hörte von seinem Ostbekannten nichts mehr. Doch dann, vor 25 Jahren, im November 1989, kam alles ganz anders.
Die Berliner Mauer fiel und damit auch die innerdeutsche Grenze zwischen Thüringen und Hessen. Zwischen Butler und Grüsselbach wurde an der alten B84 der Grenzzaun geöffnet. Tausende Menschen strömten für einen Besuch in den Westen. Momente von unfassbarer Euphorie. Wahnsinn war das Wort dieser Tage. Auch Josef Gombert im Westen ließ seinen Gefühlen freien Lauf. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Also ich habe wirklich geheult. Ich habe immer da gestanden an diesem verflixten Zaun und habe gesagt, dieser blöde Zaun. Wo dann unsere Grenze aufging auf der B84. Ja gut, das waren Emotionen, die kann man heute nicht mehr beschreiben. Und vor allen Dingen können das Menschen, die das nicht miterlebt haben, die können das nicht beschreiben, die können das auch nicht fühlen. Weil das sind Gefühle, die kannst du nur erzählen, aber begreifen kann man es nur, wenn man dabei gewesen ist. Die Menschen konnten nach 40 Jahren Trennung die Grenze frei passieren. Und Josef ahnte noch nicht, dass ihn ein Mann aus dem Osten suchte. Da ging das Telefon, ich bin dran gegangen und da war ein Freund von mir am Telefon und sagt, Josef, du musst unbedingt mal ganz schnell zu Hane kommen. Hane ist eine Wirtschaft und ich in Grüsselbach. Und ich, so wie ich war, zack, ab ins Auto, hingefahren zur Wirtschaft, gehe die Tür auf, mach die Tür auf. Und kurz drauf stand Josef vor mir in Schlappen. Er kam sofort angerannt, er kam da rein. Da steht da so ein Riesenkerl vor mir. Halt mir die Hand und sagt hier, mein Name ist Raimund Jakob und wir kennen uns. Und da ist mir ein Groschen gefallen, das kann nicht sein, oder? So kurz nach der Grenzöffnung. Wir haben uns die Hand geschüttelt und haben uns gedrückt. Und wie gesagt, bis früh um 4 haben wir gefeiert. Die Emotionen, die waren so hoch. Wir haben uns so viel zu erzählen gehabt. Es war einfach wirklich unglaublich schön, dass wir uns wiedergesehen haben nach dieser Zeit und auch, man wusste ja nicht, was passiert ist. Es war emotional so hoch, dass ich heute noch immer eine Gänsehaut kriege, wenn ich drüber nachdenke. Aber eine positive Gänsehaut, sehr schön. Das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein, dass man auch den Menschen nochmal sieht, wo man gesagt hat, den sieht man nie mehr wieder im Leben. Und einfach dieses sehr emotional, muss ich sagen. Eins der Momente in meinem Leben, kann man schon sagen. Ein großer Moment. Und danke Gott, dass es so war. Ein Wunder, Wahnsinn, Tränen, Gebete und grenzenlose Freude. Jeder versuchte auf seine Weise das Unfassbare zu fassen, das damals passiert ist. Mit dem Fall des Grenzzauns hat die Freundschaft zwischen Raimund und Josef angefangen. Besonders die frühe Zeit haben die beiden Männer noch sehr intensiv in Erinnerung. Es war nie anders, dass wir gesagt haben, wir hätten jetzt voneinander die Nase voll, sondern wir haben uns gesucht, eigentlich gesucht und gefunden. Und wenn wir uns getroffen haben, waren wir glücklich und haben uns unterhalten und haben alles Mögliche gemacht. Zum Beispiel fällt mir da gerade was ein, er hat mir das erste Westauto besorgt, einen Golf, weil er konnte den Trabi nicht mehr sehen. Es ist unglaublich, wir haben uns also, ja, ich glaube, jeden Tag gesehen manchmal und haben so viele schöne Momente gehabt, die unsere Raimundsfrau, die Kinder, meine jetzige Frau, wir haben so viele schöne Momente zusammen gehabt, das kann man gar nicht erzählen, mit der ganzen Familie, tolle Momente im Leben und es war wie ein zweites Zuhause. Die Freundschaft bedeutet mir sehr viel. Sehr viel. Wenn ich die Freundschaft nicht hätte, würde ich mir Gedanken machen, woran das liegt. Aber ich kann mir es nicht vorstellen. Wir sehen uns leider nicht mehr so oft, aber wenn wir uns sehen, ist das alles genau so wie das letzte Mal. Wir sehen uns und verstehen uns. Und das ist wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Eine große Gemeinsamkeit gibt es auch noch. Auch der katholische Glaube verbindet Raimund und Josef. Der Glaube ist ein Fundament. Ich glaube auf jeden Fall an Gott
Und dass natürlich Josef auch an Gott glaubt, ist natürlich doppelt so schön. Dann können wir uns auch auf einer Ebene unterhalten, wo du dich manchmal mit anderen nicht unterhalten kannst. Wir sind aber beide der Meinung, dass der Glaube auch eine Art und Weise ist, wie man lebt. Ich habe mal einen Freund gehabt, der hat gesagt, der Herrgott steckt in jedem Strauch und Baum. Und ich glaube, der hat er sehr wohl recht gehabt. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man einen Halt hat. Ich versuche so zu leben. Ich achte Menschen und ich versuche einfach ein guter Mensch zu sein. Auch getragen durch den Glauben, ja. Wir waren ja bis in der Nacht bis 3 unterwegs, als wir dort. Wir haben ja angefangen um 6. Zwei Männer, die sich nie sehen oder kennenlernen sollten, wurden beste Freunde. Freunde fürs Leben. Nach 25 Jahren gibt es viele Erinnerungen, auf die beiden zurückblicken können. Doch was sie verbindet, das hat nicht nur Grenzen überwunden, sondern auch der Zeit standgehalten. Nach all den Jahren bin ich immer noch stolz darauf, dass ich den Josef kennengelernt habe. Ich bin stolz darauf, dass ich einen neuen Freund damals gefunden habe. Und ich wünsche mir, dass es immer so bleiben wird. Wir selbst sind die gleichen geblieben. Und das ist so mein Resultat aus der langen Zeit, 25 Jahre. Man soll sich selber treu bleiben. Und ich glaube, das sind wir. Die Grenze, die offen ist, für uns ist das eine Erfahrung, die wir machen durften, die du nur einmal im Leben machst, sowas. Und wenn man sowas gemacht hat in der Erfahrung und hat einen guten Menschen kennengelernt, dann soll man diese Bindung auch behalten. Dann soll man das auch pflegen. Es ist eine Freundschaft, die bleibt. Und das ist wichtig.